Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachschlag, dem Boxcast. Ich bin Benny Stroker und natürlich auch an dieser Woche, wie jede Woche an meiner Seite, mein Co-Host Julius Stoll. Ja, hallo Benny, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Folge 54 heute. Das Wunder von Bern. Ja, das Wunder von Bern, ja, ganz genau, aber mal schön was außerhalb von unserer Sparte, ja. Ja, andere Wunder gibt es aktuell jetzt nicht zu erwarten im Fußball. Ja, also die EM plätschert ja jetzt noch so zu Ende. Und bei uns gibt es aber einen wahren Sturzbach, möchte ich mal so meinen, an News. Ja, wir haben neue Sachen zu Canelo Alvarez, zu Nonito Donaire aus Deutschland, Tina Ruprecht, Murat Gassiev. Riddick Bowe, für die Leute, die vielleicht schon ein bisschen ältere Semester sind, da erinnert sich vielleicht der ein oder andere dran. Was Neues zu Wasserman Boxing, Tony Yoka, Mairis Bridis, also ganz, ganz viele bekannte Namen dabei, ohne jetzt hier zu lang werden zu wollen. Und dann haben wir Vorberichte. Es erwarten uns diesmal nämlich wieder mehr Kämpfe, sowohl national als auch international. Da kann man wirklich gespannt sein. Da möchte ich jetzt mal noch keine Namen nennen. Wir schauen zurück auf den einen Kampf, den wir angekündigt haben. Und zu guter Letzt schauen wir auf die Top 5 besten Jabs nach Bennys Ansicht. Und da bin ich mal gespannt, wie wir da so beieinander liegen werden. Aber das kommt dann erst hinten raus. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem prominentesten Namen aus unserer News, mit Canelo Alvarez. Ja, ganz genau, das machen wir, denn es ist immer noch nicht so ganz sicher, gegen wen Canelo im September, das ist ja sein nächstes Wunschdatum oder sein nächster Wunschmonat, in dem er kämpfen möchte, in den Ring steigen wird. Grundsätzlich soll es am ehesten Caleb Plant werden, es soll die ultimative Titelvereinigung im Supermittelgewicht werden und erst heute, also jetzt hier am Montag, hat Eddie Hearn noch bekannt gegeben, dass sie das erste offizielle Angebot an Team Plant verschickt haben, aber ob das wirklich angenommen wird, wie das da weitergeht, ist relativ unklar und wie es dann mit Canelo weitergehen würde, ebenfalls. Und der hatte dafür dann selber, beziehungsweise Eddie Hearn im Namen von Canelo, muss man so sagen, einen ganz interessanten Mann ins Gespräch gebracht, nämlich Arthur Beterbiev, ja, tatsächlich, also den furchteinflößendsten Halbschwergewichter, so nenne ich ihn jetzt mal, denn Hearn hat betont, Canelo geht auf gar keinen Fall ins Mittelgewicht zurück, das sollte dann auch jetzt mal, glaube ich, jeder aus dem Gedächtnis streichen, dass das nochmal irgendwie eine Option ist, so deutlich, wie das jetzt gesagt wurde, sondern wenn es mit Plant nicht klappt, ist der Aufstieg oder der Wiederaufstieg ins Halbschwergewicht nicht nur möglich, sondern vielleicht sogar wahrscheinlich. Und interessant ist halt, dass die Weltmeister dort sind aktuell nicht nur Beterbiev, der zwei Gürtel hält, sondern auch noch Dimitri Bivol und Joe Smith natürlich. Bivol wäre ja als Matchroom-Boxer eigentlich der am einfachsten zu machen wäre. Aber laut Hearn würde Canelo wohl lieber den Mann boxen, den sonst keiner boxen will. Oder den man für am gefährlichsten hält, weil Canelo einfach so ist, quasi betont er. Und ich muss sagen, ich fände grundsätzlich, also ich würde mich über Plant freuen, keine Frage. Aber Canelo Beterbiev halte ich für einen so faszinierenden Kampf, dass ich sogar fast sagen würde, den würde ich ihm sogar jetzt vorziehen im September, wenn es wirklich so kommen könnte. Auch wenn wir dafür dann die ultimative Titelvereinigung verlieren würden, was natürlich nicht schön ist, aber oder nicht schön wäre. Julius, was denkst du denn überhaupt? Also was hältst du von Canelos Aussagen? Hältst du es für schon fast ein bisschen leichtsinnig vielleicht, Beterbiev, den härtesten Puncher im Halbschwergewicht, so ein bisschen herauszufordern, oder denkst du auch, das wäre eine tolle Ansetzung? Naja, ich sag mal so, gemessen am Alter von Beterbiev ist es vielleicht je eher, desto besser, ja. Und muss man halt mal schauen. Ich denke mal, so wie er einen etwas, sage ich jetzt mal, also klingt blöd, aber schwächelnden Crusher dominiert hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass man trotz der extremen Schlaghärte von Beterbiev da vielleicht ein ähnliches Ergebnis sieht, könnte ich mir jetzt fast mal so vorstellen. Ich denke, gegen Bivol, das kann man schon mal machen, aber da kommen halt alle nur wegen Canelo. Ja? Also Bivol haben wir ja die letzten Kämpfe gesehen, da kräht keiner anderen nach. Und dann gibt es vielleicht noch eher andere Leute im Halbschwergewicht, die interessant sind, die keinen Titel haben. Und Smith Jr. fände ich tatsächlich auch einen sehr spannenden Kampf, die beiden aufeinandertreffen zu sehen.
Das würde ich mir tatsächlich auch sehr gerne angucken. Und ja, was die Nummer mit Plant angeht, schwierig. Also gerne würde ich das jetzt im September noch sehen, damit das abgeschlossen ist. Und dann ist aber die Frage, bleibt er dann im Supermittelgewicht? Also er wird ja dann weiter aufsteigen, um weiter zu vereinigen. Und dann ist das für mich natürlich wieder so die Sache. Natürlich hat man dann alle vier Gürtel und hat dieses ultimative Ding ja heutzutage erreicht, was ja früher mit einem Gürtel getan war, aber der war dann schwer genug zu bekommen. Und ja, ich frage mich halt, legt er dann gleich alle Gürtel nieder und geht hoch ins Halbschwer oder hält er die dann tatsächlich noch und dann kommt er ja gar nicht hinterher vor lauter Titelverteidigung, dann wird ihm ja wieder ein Gürtel entzogen und und. Also ich denke eher, im September macht er den Sack zu. Und dann boxt er vielleicht Ende des Jahres nochmal gegen, ja, gegen einen Halbschwergewichtler. Und das, was für mich da noch so ein bisschen mitschwingt, ist natürlich, Chaime Munguia oder Golovkin müssten sich natürlich richtig strecken ins Supermittel. Und ob natürlich alle da so gut übersetzen, wie das jetzt Canelo gelungen ist, ist natürlich fraglich, ne? Also Munguia kommt ja aus dem Halbmittelgewicht. Ich meine, Canelo auch, aber ja, Golovkin hat, glaube ich, noch nie in einer anderen Gewichtsklasse als dem Mittelgewicht geboxt. Ich sehe die beide dann da fast nicht so. Also Munguia vielleicht noch eher, weil der sehr jung ist Ja, das glaube ich und dass er auch. halt Da einfach mal wagen kann. Aber der will ja jetzt erstmal gegen Rosado boxen, wenn das denn so kommen sollte. Aber Rosado ist ja auch im Supermittelgewicht. Von daher macht er da vielleicht mal einen Test. Das sind möglich, viele ja. Wenns und Abers. Jetzt geht es ja hauptsächlich um Alvarez. Und da würde ich sagen, es wird wahrscheinlich Plant vereinigen, weil ich davon ziemlich ausgehe, dass er den Kampf gewinnt. Und dann hoch ins Halbschwer. Und dann schauen wir mal, was Ende des Jahres kommt. Ja, sehe ich relativ ähnlich. Also ich glaube auch, dass es Plant wird. Ich kann mir ehrlich gesagt nur sehr schwer vorstellen, auch wenn wir natürlich wissen, dass die Boxer von PBC-Seite selten die Straßenseite wechseln, so sage ich es mal, kann ich es mir sehr schwer vorstellen, dass sich Plant diesen Zahltag entgehen lassen will. Also das ist Ja. ka wirklich kaum vorstellbar, denke ich. Und danach, ja, du hast es angesprochen, Titelverteidigung wären wahnsinnig schwer, ob Canelo auch so streng die Gürtel abgenommen werden würden, wie es bei manch anderem ist, sei mal die Frage, weil er bringt natürlich eine Menge Sanktionsgebühren rein, ne, mit seinen Börsen. Da wissen wir ja auch mal, dass die Regeln dann gerne mal auch nicht ganz mehr so, nicht ganz so wichtig sind wie der Scheck, so drücke ich es mal jetzt hier aus, bei den Weltverbänden. Aber es ist sicherlich nicht realistisch, dass er das irgendwie über lange Zeit hinbekommen kann. Er könnte vielleicht im Dezember oder so, glaube ich, das ist schon noch relativ gut möglich, dass er da vielleicht eine Titelverteidigung machen könnte. Nur gehen ihm da nicht die Optionen aus. Das ist natürlich auch die Frage, wer ist denn dann überhaupt noch im Supermittelgewicht, wo man sagen würde, boah, das ist so ein Kampf, den willst du unbedingt sehen. Finde ich nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Ja, also da fällt mir jetzt auf Anhieb ein der aufgestiegene Daniel Jacobs, ein Kampf, den ich absolut nicht sehen wollte, aber das wäre natürlich ein Name. Rosado würde ich gerne sehen, aber der ist natürlich chancenfrei, höchstwahrscheinlich. Da geht es halt um der die ist chancenlos. Underdog-Story. Ja, also der Das ist wird nicht wirklich, passieren. der hat keine Chance. Und Und Jacobs hat den ersten ansonsten, Kampf schon verloren, das will auch keiner nochmal sehen. genau, und ansonsten fallen mir halt die Prospects ein, die es da jetzt gibt. Ja, Edgar Berlenga oder so, der ist noch, glaube ich, auch ein paar Jahre entfernt von sowas. Munguia könnte vielleicht noch sein. Ich glaube auch, dass Munguia körperlich sicherlich noch ein bisschen zulegen wird. Du hast es gesagt, er ist noch jung. Ich glaube, der wird mit der Zeit zumindest, also vielleicht nicht nächstes Jahr, aber mit der Zeit relativ natürlich wahrscheinlich aufsteigen. Golovkin sehe ich total schwierig. Wenn der hochgeht, hat er meiner Meinung nach gar keine Chance mehr. Und dann bleibt vielleicht tatsächlich nur der Sprung ins Halbschwergewicht und ja. Oder dass Bivol vielleicht tatsächlich ins Supermittel Das runtergeht, könnte aber dann sein. bleibt es dabei, dass ein Kampf ist, der keiner sehen will. Ja, nicht so wirklich. Ja. Ich denke auch, dass das. Also gibt vielleicht den einen oder anderen Hardcore-Fan, der dann aufschreit und sagt: Ja, Bivol, okay, ich verstehe das schon. Aber ich meine, man muss natürlich ein bisschen auch die Otto-Normalverbraucherseite betrachten. Und da ist Bivol absolut unbekannt. Das ist bestimmt einer der unbekanntesten Weltmeister über dem Federgewicht, würde ich jetzt mal spontan so sagen. Oder über dem Bantam vielleicht sogar. Und ja, also wer den in den letzten Also, Kämpfen gesehen hat. wer mir jetzt auf Anhieb noch eingefallen ist, ist John Ryder, weil der Callum Smith für mich ja gefühlt geschlagen hat. Aber ob das natürlich der Otto-Normalverbraucher so sieht, sei mir Glaube auch ich mal nicht. dahingestellt. Den Ja. kennt auch keiner. Nee, nee. Vor allem Also, nicht außerhalb von England. das stimmt, das stimmt. Also, es bleibt spannend, aber dennoch muss man schon irgendwie festhalten, so die großen Optionen
ist jetzt nicht so, als könnte Canelo aus irgendwie einem Wust an möglichen Paarungen wählen. Ne? Oder zumindest, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die besonders attraktiv sein sollen. Also da sehe ich tatsächlich Plant schon noch. Der bringt einfach den Gürtel mit. Das ist natürlich ein richtiges Argument. Und ja, Beterbiev, das ist auch, das wäre groß. Also wenn er hochgehen würde und den schlagen würde, wow, also da müsste ich wirklich sagen, also jetzt auch bei mir sind jetzt viele Wends natürlich drin, aber das wäre ein wahnsinnig großes Statement, finde ich. Ja. So, kommen wir zur nächsten News, die ist nicht ganz so erfreulich. Ja, aber da bleiben wir bei Statements, ne? Da bleiben wir bei Statements, ja, das muss man sagen. Nonito Donaire hat seinen angesetzten Kampf für den 14. August gegen John Riel Casimiro abgesagt. Der Grund ist, ja, Casimiro soll laut Donaire-Seite, da muss man ja ein bisschen vorsichtig sein, wer jetzt wie recht hat, weiß ich nicht. Aber ich habe schon relativ viel Vertrauen in die Donaire-Seite, bin ich ganz ehrlich. Irgendwie schon, ja. Ne? Casimiro soll, oder sein Team soll nicht, ich sag mal, nicht rechtzeitig die Papiere eingereicht haben, um im WADA-Programm, also im Anti-Doping-Programm der WADA, getestet zu werden für diesen Kampf. Und das ging auf Social Media vor allen Dingen ganz schön hin und her. Da hat auch Rachel Donaire, Nonitos Managerin und Ehefrau, auch sich einiges anhören müssen von Casimeros Seite, von seinem Team. Ja, wurde wüst beschimpft. Ja, ja, richtig, richtig. Und ganz bittere Nummer einfach nur meiner Meinung nach. Also ich habe mich riesig auf den Kampf gefreut. Ja, das Philippinen-Duell wäre schon super gewesen. Ja, ich verstehe Donaire zu 100%, bin ich ganz ehrlich, weil er war meines Wissens nach einer der allerersten, der sich zu einem Jahr rum, also wirklich 365 Tage, 24 Stunden am Tag, Doping-Tests zur Verfügung gestellt hat. Ich glaube, da war er wirklich einer der absoluten Pioniere in dem Bereich vor einigen Jahren. Und daher verstehe ich auch tatsächlich die Entscheidung. Aber es ist natürlich sehr schade, dass der Kampf nicht kommt. Dafür wird aber Casimiro tatsächlich boxen, denn der Kampf gegen Rigondo ist jetzt einfach wieder angesetzt. Ja, finde ich auch einen guten Kampf. Es überrascht mich, dass Rigondo jetzt so spontan wieder am Start ist. Er hätte ja auf der Undercard so boxen sollen. Ich glaube, da ist nicht so, eine große Umstellung. Das war mir nicht geläufig. Von daher, okay, ja, dann ist das. Also er wird wahrscheinlich weiter im Training geblieben sein, sagen wir mal ja, so. Ja, ja. Also ist aber wirklich schade, keine Frage. Ja, das stimmt. Dann schauen wir mal als nächstes nach Deutschland. Oder hast du dazu noch was zu sagen? Also ich fand natürlich die ganze Debatte schwierig, ja. Und da natürlich auch, wem man da Glauben schenkt, aber ich bin auch, gerade aufgrund der letzten Folgen und was wir jetzt alles über Donaire schon wissen, wie gefestigt er als lebende Legende ist und eben, dass er schon so lange in dem WADA-Programm ist, dass ich auch eher pro Donaire-Seite bin, anstatt dass ich sage, der Casimiro hätte ihn wahrscheinlich geschlagen und jetzt will sich Donaire rausreden. Das glaube ich irgendwie nicht. Der hat sich ja allem gestellt. Der ist gegen Inoue gegangen vor ganz zwei Jahren. Aber das war ja auch so eine Argumentation von der Casimiro-Ecke und deren Fans, die da sich ja dann auch wüst infolgedessen gegenseitig beleidigt haben. Natürlich. Aber ja, schauen wir mal nach Deutschland. Da wird zum Glück keiner beleidigt, sondern es soll am 24. Juli geboxt werden. Und zwar Tina Ruprecht gegen Katja Gutierrez. Der Kampf kommt. Ich freue mich sehr, dass es endlich soweit ist. Es hätte ja Anfang des Jahres schon soweit sein sollen. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf den Kampf. Ich müsste jetzt aber tatsächlich mal kurz nachschauen, wo der stattfinden soll. In der Hydrotech Eis Arena in Königsbrunn bei Augsburg findet der statt. Bei der siebten Ausgabe von Ab in den Ring. Ab in den Ring. Immer bei YouTube zu sehen. Die sind fleißig wie die Bienen, muss man sagen. Genau. Und eben wer auch. Bitte. Ja, sorry. Ich wollte das Gleiche sagen. Ja. Wer auch fleißig ist wie eine Biene und eigentlich ständig in den Ring möchte, ist Cheyenne Hansen. Die soll tatsächlich auch da schon wieder auf der Undercard oder im Co-Main-Event boxen. Genau. Und Ruprecht verteidigt natürlich ihren WBC-WM-Titel im Minimumgewicht. Unsere letzte verbliebene Weltmeisterin. In dem Fall kann man ja mal gendern, weil bei den Männern gibt es keinen. Da kann man das für alle gleichsam jetzt so sagen. Richtig, ganz genau. Ja, und dann eine weitere News aus deutscher Sicht, diesmal im Schwergewicht. Eine für meinen Geschmack sehr überraschende Ansetzung. Also das ist sowas, was ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Denn schon am 22. Juli, also auch nicht mehr lang hin, trifft Murat Gassiev, der ehemalige Finalist in der World Boxing Super Series im Cruisergewicht, in seinem zweiten Schwergewichtskampf auf Erkan Teper. Also da muss ich wirklich sagen,
Es hat mich sehr überrascht. Der Kampf findet in Moskau statt. Schon in, ja, knapp 2 Wochen ungefähr. Wie gesagt. Ja, für mich ebenfalls überraschend auch die Tatsache, dass Taper scheinbar von Errol Chalan gemanagt wird. Und wir erinnern uns ja mal dran, dass wir gesagt haben, es gibt bei Chalan die Streichliste. Er kann jetzt nicht mehr jeden bei sich so unter den Fittichen haben. Und dann hatten wir ja damals auch gesagt, naja, ob Taper überhaupt noch bei ihm ist, weil er so lange nicht mehr geboxt hat. Und wenn, haben wir ihn auch, glaube ich, auf der Streichliste vermutet. Und ja, diese Seferi-Brüder waren ja auch mal hier bei Errol Ceylan so im Dunstkreis dann noch. Ja, und nachdem er gegen Nuri Seferi geboxt hat, boxt er jetzt gegen Erkan Teper. Und ja, Teper hat natürlich den einen oder anderen prominenten Gegner in seinem Kampfrekord, sowohl auf der Sieg- als auch auf der Niederlagenseite, was mich aber tatsächlich überrascht hat. Ich habe da heute ein Update dazu gelesen. Eigentlich war Kevin Johnson im Gespräch als Gassiev-Gegner. Ah, okay. Und dann wurde aber, also zumindest der Trainer und Gassiev haben sich so geäußert, dass sie darüber in Kenntnis gesetzt wurden. Es wird jetzt nicht Kevin Johnson, sondern es wird Erkan Teper. Und dann haben sie halt gesagt, naja gut, den schlagen wir halt auch. So. Ja. Und so sehe ich auch, dass das dahin gehen wird, aber man Davon muss muss mal man schauen, aktuell wie Taper ausgehen, in ja. welcher Verfassung er Genau, ist. er ist Das halt auch kann schon ich nicht abschätzen. Er ist 39 jetzt mittlerweile, ja. 39, Kevin Johnson wäre 41 gewesen. Also von daher immerhin 2 Jahre wieder reingeholt. Und ja, Ja. Kevin Johnson hätte ich halt eher die Runden gehen sehen als Taper im Moment, aber muss man einfach mal gucken. Das stimmt, das stimmt. Ja, und Schwergewicht ist ein gutes Stichwort. Wir haben tatsächlich einen Mann bald nochmal im Ring, der zu denen gehört, wo ich am meisten hoffen würde, dass sie nie wieder in einen Ja. Boxring steigen. Nämlich Riddick Bowe, der ehemalige Weltmeister im Schwergewicht, einer der Topstars der 90er, im Teil von ja, vor allem die Trilogie gegen Evander Holyfield, der erste Holyfield-Kampf, ist für mich einer der drei, vier, fünf besten Schwergewichtskämpfe, die ich je gesehen habe. Also ich war ein riesen, riesen Fan, aber Bo ist 53. Bo ist, wenn man ihn in den Videos sprechen hört, Ja. nicht mehr so gut beisammen, sage ich mal. Also die Sprache Er ist wirkt schon. nicht wie 53, Ja, sage richtig, ich mal richtig, so. richtig, richtig. Also er hat da teilweise schon wirklich Sprechprobleme und ist manchmal schwer zu verstehen. Und er kehrt jetzt für einen Showkampf zurück. Am 9. Oktober ist das Ganze geplant bei einer Celebrity-Boxing-Veranstaltung. Die heißt, also die Serie heißt tatsächlich so. Es scheint irgendein Promi-Boxen zu sein. Wer sein Gegner sein wird, ist absolut unklar. Er wirft selber Mike Tyson und Evander Holyfield unter anderem als Namen in den Ring. Da kann Ist ich nur schwer von hoffen, abzuraten. da Muss kann ich ich dir nur jetzt mal hoffen, kurz ins Wort fallen. dass das Aber wenn auf man gar keinen gesehen Fall hat, passiert. wie in welcher Verfassung Tyson und Holyfield noch sind, also Tyson hat ja auch geboxt, dann muss man da ganz klar sagen, da sehe ich Bo weder körperlich noch eben diese Verfassung, dass er sich eben nicht mehr so gut artikulieren kann, wo man sagen muss, jeden Schlag, den er nicht nimmt, auch nicht im Training, oder sonst irgendwie, wie, keine Ahnung, ob er für so einen Promi-Kampf dann überhaupt ein Sparring macht, aber ja, alles, was er nicht an den Kopf bekommt, ist sehr gut. Ja, Richtig, richtig. weil ich habe den auch gerne gesehen, dann natürlich nachträglich. Ja, ich habe ihn ja in seiner aktiven Zeit so jetzt nicht wirklich mitbekommen, Bei mir das Gleiche. aber spannender Typ. Und dann habe ich mir aber ja Interviews angeschaut und habe mir nur gedacht, oh. Der wirkt aber eher wie 73 aufwärts und nicht wie 53. Also das ist wirklich krass. Aber er Und die ist anderen, die er da ins Spiel gebracht hat, die sind ja wirklich noch gut im Saft eigentlich. verhältnismäßig, absolut, ja. Und Bo, ich glaube, bei ihm ist auch das Problem, dass es auch, ja, es ist, glaube ich, eine Geldfrage, ne? Also Ja, ich meine, mich erinnern ja. zu können, dass er auch mal so ein GoFundMe mehr oder weniger für sich oder ich weiß nicht, für sein Haus oder sowas vor ein paar Jahren, 2, 3 Jahren, irgendwie offen hatte. Ich glaube, der macht auch teilweise so so Autogrammstunden auf Supermarktparkplätzen oder sowas, ne? Und versucht da irgendwie ein paar Dollar zu kassieren damit. Das ist also schon wirklich sehr, sehr bitter und ja, das ist ja, ob das jetzt die richtige Idee ist aus gesundheitlicher Sicht, glaube ich das nicht. Dann lieber Promi Big Brother, die Alm So. und solche Pendants, die sind nicht gar so schmerzhaft, Nee, zumindest das ist wahr. körperlich meistens, Das stimmt, das vielleicht stimmt. mental.
So, dann haben wir eine weitere Neuverpflichtung bei Wasserman Boxing. Die bauen ihre UK-Sparte weiter aus, sag ich mal. Und Wasserman hat Brad Pauls verpflichtet. Ein Mann, der vielleicht nicht unbedingt jedem was sagt. Ich persönlich kenne ihn nämlich nicht wirklich. Ich auch nicht. Er ist 28 Jahre alt, Mittelgewichtler. 14-0 ist der Kampfrekord, 9 K.O. Ein Mann, der, ja, ich denke mal, das kann man wahrscheinlich in dem Fall auch sagen, von der Corona-Pandemie boxerisch oder was die Karriere technisch sehr hart getroffen wurde. Er stand nämlich seit November 19 nicht mehr im Ring. Das ist eine sehr, sehr lange Pause. Ja. Hielt in England mal den Southern Area-Titel in Großbritanniens. Also, ja, in Deutschland würde man vielleicht sagen süddeutscher Meister. Südbritischer Meister, so nenne ich es jetzt mal ungefähr. Wie gesagt, ich kann ihn nicht einschätzen. Ich habe heute noch gelesen eine Story bei Boxing Scene mit sehr viel O-Ton von Kalle Sauerland, der betont hat, dass man keine Leute holen möchte, von denen man nicht glaubt, dass sie zumindest europäisches Level haben. Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Ja, also das scheinen sie ihm zuzutrauen. Mittelgewicht, Europameisterschaft, keine Ahnung. Ist vielleicht auch mal ein potenzieller Gegner für den einen oder anderen deutschen Mittelgewichter. Da gibt es ja auch einige, natürlich. Aber da muss man mal abwarten. Wenn da die erste UK-Veranstaltung von Wasserman kommt, werde ich neugierig zuschauen, wenn Pauls in den Ring steigt. Aber aktuell kann ich ihn nicht einschätzen. Was man an der Stelle vielleicht dann noch einschieben kann, schätzungsweise erleben wir ja die ersten Wasserman-Aktivitäten im Ring Ende September, Anfang Oktober. In Deutschland. Ende August, Anfang September hat er gesagt. Ah ja, okay. Ja, aber in England wollen sie ja eigentlich schon früher, weil im Juli, ich glaube am 21. Juli, macht England alles auf nach heutigem Stand von Boris Johnson. Und das ist ja, da geht es ja sehr rund und. Und ja, gut. Ne? Also hab ich jetzt keinen Vertrag mit. und von daher, ja, der Stadionplan, der mit Eubank geplant war, der wäre ja dann theoretisch Ende Juli oder Anfang August oder so schon möglich, aber da muss man natürlich mal abwarten, was passiert. Ja. Ja, und Julius, dann haben wir noch einen Kampf in Frankreich, auch in einer besonderen Location, das muss man auch mal sagen, im Tennisstadion Roland Garros. Da war seit, ich glaube, fast 50 Jahren kein Boxkampf mehr. Und es ist eine Paarung, über die wir schon mal gesprochen haben vor ein paar Monaten. Richtig, ja. Da dachten wir, es käme und dann kam es doch nicht, weil Peter Milasch sich zurückgezogen hat aus dem Kampf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube ja. Und, so wurde zumindest gesagt von Jokas Seite, ja. Jetzt kommt doch der Kampf Tony Yoka gegen Peter Milasch und ich freue mich sehr darauf. Bin gespannt, wie Milasch jetzt dabei ist, weil den hat man ja auch lange nicht mehr gesehen. Der ist ja ein klarer Corona-Pandemie-Verlierer. Im Gegensatz zu Yoka, der ja da munter weitergeboxt hat. Und ja, finde ich aber wirklich eine spannende Ansetzung. Die Location finde ich auch gut, kennt man ja vom Tennis. Genau, genau. Und, aber 10. September ist noch ein bisschen hin. Also da hätte ich ja fast gedacht, Yoka wäre früher. Ja, da hätte ich auch gedacht, das könnte noch im Juli oder im August über die Bühne gehen. Aber naja, vielleicht muss ich Milasch erstmal vorbereiten. Richtig, ja, keine Ahnung, kann sein. So, und wir bleiben nochmal im Schwergewicht, denn Mairis Briedis, der IBF-Weltmeister im Cruisergewicht, World Boxing Super Series Champion, Ring Magazine Champion, also einer der absoluten Weltklasse-Leute, die Nummer 1, denke ich, kann man relativ sicher sagen, im Cruisergewicht, hat bei, ich glaube, TikTok sogar in dem Fall war es, wenn ich richtig TikTok gelesen habe, in einem Video die Botschaft rausgefeuert oder die Ankündigung rausgefeuert, dass er ins Schwergewicht wechseln wird. Es wurde ja schon immer mal wieder spekuliert. Jetzt hat er es, ich will noch nicht sagen, offiziell gemacht. Da muss man vielleicht auch mal warten, was von Wasserman dann kommt. Der ist ja unter Vertrag. Aber er selbst hat es mal so ganz deutlich in dem Video gesagt. Und ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Aus finanzieller Sicht ist es, glaube ich, die richtige Entscheidung. Aber in irgendeiner Form an eine Titelchance zu kommen, halte ich für nahezu unmöglich aktuell. Da müsste er schon den Schritt gehen, einen riesen starken Contender relativ früh zu boxen, denn er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Und ich weiß nicht, keine Ahnung. Also der Weg sieht für mich unfassbar steinig aus. Aber es kann natürlich sein, dass er sagt, ich kämpfe, jetzt mal als Beispiel, gegen Derek Chisora und verdiene trotzdem mehr als in einer Viergürtelvereinigung im Cruisergewicht. Und das ist wahrscheinlich so. Ja, schätzungsweise schon. Also ich finde, ums Cruisergewicht ist es viel zu ruhig geworden. Mhm. Also ich erlebe jetzt so ein paar neue Namen irgendwie, die da jetzt aufkommen, von denen ich vorher relativ wenig bis gar nichts gehört habe. Ein paar alte kommen wieder zurück. Aber was da jetzt groß gemacht werden soll, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Briedis im Schwergewicht wiederum
Könnte ich mir vorstellen, weil der früher bei Bigger is Better mitgemacht hat. Und da Und lag er ja. Mahmud Schah ausgenockt hat, ja. Und Mahmud Schah ausgenockt hat. Und da lag er ja. Also gegen Mahmud Schah, weiß ich. Ja, doch, muss ja im Schwergewicht gewesen Das war im sein. Schwergewicht, Ja, ja. genau. Und bei Bigger is Better war er auch im Schwergewicht, richtig. Und von daher, das ist ja für ihn nicht komplettes Neuland. Nein, das stimmt, ja. Und. Ja, warum denn nicht? Also gerade diese Route, die du jetzt genannt hast, so über Chisora oder sowas ähnliches, wäre schon einleuchtend. Und wenn da natürlich die Kohle ist, warum sollte er das nicht machen? Ist natürlich bitter fürs Cruisergewicht, dass das jetzt so wieder unpopulär wird. Ja, da muss man mal warten. Da muss, aber ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr auch kommen als ein verbleibender Brides, damit wir da ein bisschen Alarm haben. Befürchte ich einfach mal, weil ich sage, es ist schwierig. Das ist halt so eine, ich meine, es hat es ja früher nicht gegeben, nicht gebraucht, wie auch immer. Und es ist so eine Durchgangsstation für viele jetzt, um an die größeren Töpfe zu kommen. Ich meine, Lawrence Okolie ist jetzt gerade erst WBO-Weltmeister geworden vor ein paar Monaten gegen Krzysztof Glowacki und hat schon mehr oder weniger kurz danach schon davon gesprochen, dass er auf jeden Fall langfristig plant, ein Schwergewicht aufzusteigen. Das ist Das halt so ein einfach bisschen, schwierig. also das Cruisergewicht so ein bisschen wie die deutsche Meisterschaft für die Für manche, Weltklasse-Leute, die ja, da für vorhanden manche. sind, ja. Das stimmt, ja. So, und dann haben wir noch zwei sehr interessante Kampfgerüchte, wie ich zumindest finde. Einmal im Halbweltergewicht ist ein Duell im Gespräch zwischen Regis Prograis und Mikey Garcia. Wäre für Herbst auf The Zone angedacht. Laut Mike Coppinger, der jetzt mittlerweile bei ESPN angeheuert hat, seien beide Camps in fortgeschrittenen Gesprächen. So übersetze ich mal das Zitat. Mal gucken, was da kommt. Aber ein Kampf, den ich wirklich furchtbar gerne sehen würde, das ist meiner Meinung nach eine Ja. ganz tolle Ansetzung. Und die zweite Paarung, die ebenfalls für das letzte Quartal, so wird es genannt, im Gespräch wäre, findet im Super oder könnte im Super Feder stattfinden. Da ginge es zwischen Jermell Herring und Shakur Stevenson zur Sache. Und auch das wäre allerhöchste Zeit. Einerseits, dass Stevenson mal einen Topmann kriegt in seinem Limit Ja. und auch ein Kampf, auf den ich mich sehr freuen würde. Also beide Kämpfe kriegen hier auf jeden Fall den Daumen hoch, glaube ich, vom Nachschlag, Ja, oder? da schließe ich mich einfach nur an. Also mal abwarten, ob die kommen. Aber wenn sie kommen, schaue ich mir die beide sehr gerne an. Ja, das. Sehe ich absolut genauso. Und dann springen wir jetzt, glaube ich, in die Vorschau, ne? Genau, da wissen wir schon, dass es stattfindet, wenn jetzt nicht noch irgendwas arg in die Binsen geht. Ja. Und starten wir national oder international? Oh, ich glaube, wir starten national und machen dann Ja. von international den Sprung in den kleinen Nachbericht dann noch. Ja, das machen wir doch Sind so. wir zuerst in München. Die Location heißt Sugar Mountain. Ich weiß nicht genau, was mir das sagen will. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal nachgegoogelt, aber so steht es bei Boxrec. Auf jeden Fall ein ganz interessanter Name. Und dort sehen wir eine Card von Tim Yilmaz als Promoter im Supermittelgewicht im Hauptkampf Alexander Rigas gegen Taras Golavschenko. Da geht es um einen kleineren IBO-Gürtel im Supermittelgewicht. Ansonsten auch noch ganz spannend auf der Karte, finde ich, im Halbmittelgewicht, Arek Marutyan, wieder mal im Ring. Das ist Ja. ganz nett, auch wenn er Pavel Semyonov normalerweise dominieren müsste. Was haben wir noch so auf der Karte? Alexander Kovrigin gibt mit Ja. seinem dritten Profikampf. Fedor Michel Fedor im Michel, genau. Supermittelgewicht, der Bruder von Serge Michel. Ganz genau, der Und ist auch wieder im Ring, ja. dann für die Leute, die es auch gesehen haben, so wie ich werde nicht müde, es zu erwähnen, Anton Berischer ist dabei. Arton. Der hat Arthorn, genau, der hat bei The next Rocky Next Rocky wahrscheinlich. mitgemacht und war, glaube ich, im Halbfinale. Genau. Und den habe ich aber zuletzt gesehen, da muss eine Steigerung her. Also dafür, dass der so gut eigentlich beim Zeug ist, sage ich jetzt mal so, und 11-0 K.O. hat im Halbschwer, ja, musste eigentlich mal ein besserer Gegner kommen als ein BK Aduashvili mit 17, 22, 3. Ja, Aber. Naja. ich glaube, das ist tatsächlich so. Also sind ein paar interessante Talente, finde ich dabei, aber man muss schon sagen, hier sind auf der B-Seite wirklich Sehr durchwachsen. ganz genau, ganz genau. Aber das ist natürlich bei so einem Event, wer weiß, ob da Zuschauer dabei sind, ist das immer, glaube ich, sehr schwierig, da gute Leute zu bekommen. Das ist auch wieder richtig, ja. So, dann sind wir noch in Bielefeld, selten genug, glaube ich, beim Boxen, wo CB Box Events von Charlie Podel
veranstaltet im Hauptkampf im Cruisergewicht Leonhard gegen Radrashid um den Europatitel der WBO. Also nicht die Europameisterschaft, sondern einen regionalen WBO-Titel, der ist absolut aktuell noch vakant. Und auch auf der anderen Karte im Mittelgewicht Sven Elbier gegen José Miguel Torres und sicherlich auch noch vielen bekannt im Weltergewicht Rico Müller gegen Kaka Avetisiani, ein Mann, der schon über 100, nee, genau, glaube ich gerade, wenn ich mich nicht verzähle, genau 100 Profikämpfe aktuell hat. Der macht seinen 101. Ja. Mit 42, 57, 1 kommt der im Ring. Also wahrlich ein Veteran. Ja, vielleicht zum Hauptkampf ein Satz, Julius. Wie findest du die Ansetzung Hart gegen Rashid? Ich finde die Ansetzung eigentlich gut. Leon Hart ist ja zurück im Cruisergewicht, nachdem er gesagt hat, die Etappe im Halbschwer hat ihn sehr viel gekostet, sehr viel Substanz, und er fühlt sich jetzt wieder besser in seinem alten Gewicht. Mhm. Er boxt, glaube ich, zum ersten Mal seit 9 Jahren oder so wieder in Bielefeld. Das ist ja seine Heimat und das ist für ihn also auch was Besonderes. Und Radrashid aus Frankfurt ist ja im Cruiser und im Schwer unterwegs. Ja, ich glaube, das ist eine ganz spannende Ansetzung, wo wir vielleicht auch ein vorzeitiges Ende sehen. Wenn ich noch ein, zwei Sätze sagen darf zum Rest? Ja, klar. Ja, der José Miguel Torres, der Gegner von Sven Elbier, den finde ich eigentlich auch relativ gut, muss ich sagen. Der kommt jetzt gerade zurück. Der hat 2016 die Karriere beendet und hat ein paar ziemlich gute Leute geboxt, würde ich mal so sagen, mit, naja, ziemlich gut, ne? Aber Martin Murray, Marco Antonio Periban, Lenin Castillo und auch gegen David Lemieux hat er geboxt und natürlich immer verloren. Aber ja, jetzt ist er zurück nach 5 Jahren Pause und boxt gegen Sven Elbier. Ich glaube, das ist auch trotz seiner 42 Jahre ein zäher Knochen, könnte ich mir vorstellen. Und, boah, also ich weiß nicht, von dem Kampf bin ich ehrlich gesagt gar nicht angetan. Ich meine, da ist eine 5 Jahre Pause. Meinst du? Ich meine, er hat September 2016 und danach hat er jetzt einen Kampf gemacht, jetzt im Juni, gegen 1,22 Alex Barrios. Den hat er nach Punkten gewonnen. Du hast gesagt, 42 Jahre alt, also ich, keine Ahnung, ey. Ich rechne damit mit so einem Auftritt wie von Joel Julio letztes Jahr da auf der Argon-Card, und Sven Elbier ist hier für mich haushoher Favorit. Also ja, der knockt den schon, der knockt den in 3 Runden aus, sag ich. Okay, da bin ich gespannt, da reden wir noch mal. was vielleicht noch eine wichtige Info ist, der Kampf wird gezeigt bei Bild Plus. Da kann man sich den anschauen. Okay, ja. Und ein weiterer The Next Rocky-Boxer mit dabei, den wir schon in der ersten Folge besprochen haben, Adel El Gamoui. Erste Folge Nachschlag im Gespräch gewesen. Sehe ich sehr gerne bislang. Box gegen Sergio Javier Escobar mit 28, 27, 4. Ja, da dürfte wahrscheinlich auch alles klar sein. Ich denke schon, ja. So, dann springen wir international, und zwar recht früh in die Woche. Da wer jetzt den Nachschlag erst nach Mittwoch Nachmittag hört, der wird wahrscheinlich wissen, wie dieser Kampf ausgegangen ist. Denn wir sind in Australien. Da gibt es ja häufig mal unter der Woche Boxen. Und wir sehen leider nicht Tim Zhu gegen Michael Zarafa. Der hat, wenn ich das richtig gelesen habe, aus Angst vor Corona den Kampf abgesagt. Genau, er wollte aufgrund der grassierenden Delta-Variante und weil scheinbar da, wo das stattfinden soll, die Inzidenzen höher sind, hat er gemeint, er möchte nicht in dieses Bundesland, sage ich jetzt mal New so. South Wales dieses, in dem Fall, ja. In dieses Distrikt, genau, nach South Wales. Da möchte er nicht hin, sondern er möchte da bleiben, wo er ist. Okay. Und Tim Zhu war sehr sauer, hat gesagt, er hat jetzt nur eine Ausrede gesucht, um sich noch schnell aus dem Kampf rauszureden. Kann ich nicht sagen. Ja, ich kenne den Gegner tatsächlich gar nicht. Ich habe nur gehört, dass die im Vorfeld da ein Wort das andere gegeben hat und die sich wohl schon länger kennen und nicht mögen. Also so gesehen hätte das ja für einen guten Kampf garantiert. Aber ich kann dazu so nichts sagen. Ja, könnte es aber nachvollziehen, wenn man sagt, hey, ich bleib lieber gesund in doppelter Hinsicht und bleib zu Hause und dann holen wir das nach. Ja, man hat halt einen Vertrag, ne? Das finde ich jetzt schon ein bisschen schwierig. Du bist ja normalerweise als Boxer dann auch richtig geschützt. Also da hast ja also da wird man auch geimpft sein und alles abgeschirmt und eine Bubble und so. Also klar, man hat auf jeden Fall mehr Schutz als der Otto-Normalverbraucher. Ja, aber mir fehlt ja ehrlich gesagt ein bisschen das Verständnis für, vor allem, weil es jetzt auch sehr kurzfristig war, ne? Ich meine, es war ja letzte Woche noch drüber gesprochen. Also das hätte man sich ja schon vorher überlegen können, wie die Zahlen sind, und man muss woanders hin, ja.
Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Steve Spark ist jetzt derjenige, der eingesprungen ist in dem Duell hier im Halbmittelgewicht als Gegner für Tim Zhu. Es geht übrigens auch um den Commonwealth-Titel. Der wird ja normalerweise in den meisten Fällen, sage ich mal, in Großbritannien ausgeboxt, aber natürlich Ja. gehört Australien ebenfalls zum Commonwealth. Deswegen steht er hier auch mal auf dem Spiel. Und ich kann Spark ehrlich gesagt schlecht einschätzen. Ich hatte jetzt auch nicht wirklich die Zeit gehabt, mir den nochmal anzugucken. Der kommt mit einem 12-1-Rekord mit 11 KOs rein. Also zumindest scheint er vom Rekord her Schlagkraft zu haben, so drücke ich es mal aus. 24 Jahre erst alt, also das ist absolut okay. Er ist die 3 im Limit in Australien. So ist natürlich die 1. Kommt gerade aus einem Punktsieg gegen Jack Brubaker. Auch kein so schlechter Mann. Das war sein einziger Punktsieg bislang, sonst alles durch Knockout geworden. Aber war der im Training? War der irgendwie in der Vorbereitung? Ich finde es ja beeindruckend, dass der gegen Zhu so kurzfristig einspringt. Für mich schwer einzuschätzen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Tim Zhu irgendwelche Probleme mit dem haben wird. Auch hier rechne ich ehrlich gesagt mit einem Ende in der ersten Kampfhälfte. Ja, denke ich mal auch. Aber er soll sich gegen diesen Brubaker auch gut verkauft haben. Su hat den, glaube ich, im Kampf davor durch K.O. abgeschossen. Aber also sie haben quasi schon mal einen gemeinsamen Gegner geboxt und 19 er hat wäre wohl im Brubaker. Training und Okay, deshalb hat ja, er da zugesagt. 2019 hat Zhu gegen Brubaker durch TKO in Runde 4 gewonnen. Und er hat sich ja meiner Meinung nach eher noch weiterentwickelt. Also, hei, mal gucken. Aber gut, ich sage mal so: Spark hat Brubaker natürlich auch geschlagen. Das ist gar keine Frage. So, dann kommen wir zur, wie ich persönlich finde, besten Card der Woche, mit Abstand sogar. Zum Freitagabend ins Bank of California Stadium in Los Angeles in den USA. Live auf the Zone für deutsche Fans in der Nacht von Freitag auf Samstag und natürlich Real Life am Wochenende, wer nicht unbedingt die Nacht durchmachen will oder aufstehen will oder was auch immer. Da gibt es, wie ich finde, sogar drei richtig, richtig gute Paarungen. Einmal der Hauptkampf im Halbschwergewicht. Gilberto Zurdo Ramirez trifft auf Sullivan Barrera. Das ist, finde ich, eine super, super spannende Paarung, die Golden Boy hier auf die Beine gestellt hat. Dann lass mich noch kurz die beiden anderen nennen, bevor wir ein bisschen drüber sprechen. Im Leichtgewicht, Joseph Diaz Jr. steigt auf aus dem Superfedergewicht, nachdem er zuletzt ja seinen Gürtel auf der Waage verloren hat, seinen WM-Titel im Superfedergewicht, dann ein Unentschieden gegen Shavkat Sonrachimov. Und jetzt trifft er auf Javier Fortuna, einen wirklich richtig, richtig guten Mann der zweiten Reihe im Leichtgewicht und ein Mann, der nie, würde ich behaupten, in einem schlechten Kampf steht. Das ist für mich ein absoluter Fight of the Year-Kandidat auf dem Papier. Also der hat Action-Fight auf dem Schild stehen, finde ich. Und ebenfalls richtig begeistert bin ich von einem weiteren Kampf im Leichtgewicht, nämlich von Hector Tanahara gegen William Cepeda. Das ist so ein bisschen Boxer-Puncher gegen einen sehr, sehr gut ausgebildeten Boxer mit nicht so viel Schlagkraft, aber ja, wie gesagt, echt guten Skills und auch gutem Tempo. Ich finde, das ist auch bisschen untypisch, meiner Meinung nach. Golden Boy schickt zwei Prospects direkt, die relativ jung sind, direkt gegeneinander in den Ring. Tolle Ansetzung, meiner Meinung nach. Eine Card, die mir wirklich fast von oben bis unten richtig, richtig gut gefällt. Ja, also der Vollständigkeit halber hätte ich auch noch erwähnt, dass sich die Damen zweimal die Ehre geben, um WM-Ehren. Einmal Tenkai Tsunami, den Namen fand ich halt schon mal spannend, gegen Senisa Estrada und Naoka Fujioka gegen Zulem Urbina Ochoa. Und das einmal im Fliegengewicht und einmal im Halbfliegengewicht. Ja, Würde ich mal sagen, ist vielleicht auch spannend. ich wollte aber eigentlich noch ein bisschen, ja, eine Einschätzung von dir hören. Was glaubst du, Ja, Ramirez natürlich, gegen gerne. Barrera? Gerne. Weil Also, für das Ramirez wollte ist es ich jetzt nur mal noch erwähnt haben, ja. der dritte Kampf im Halbschwergewicht. Und ich sag mal so, in seinem letzten Kampf gegen Alfonso Lopez, erinnere ich mich noch dran, im Dezember, da ist er nach einer relativ langen Pause zurückgekommen, einen relativ durchwachsenen Gegner im Ring gehabt, klar gewonnen am Ende durch TKO in Runde 10, aber hat doch einige Hände nehmen müssen. Also, da habe ich teilweise schon gedacht, Mann, 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 was ist denn da mit der Defensive passiert? Und Sullivan Barrera, ein absoluter Veteran, jetzt auch relativ lange inaktiv, seit Juni 19 nicht mal geboxt, damals gegen Jesse Hart nach Punkten verloren. Aber das ist schon ein Mann, den schlägst du normalerweise nicht im Vorbeigehen, so ein Sullivan Barrera. Und da bin ich doch gespannt. Also, ich glaube nicht, dass sich Ramirez erlauben kann, da so viele Treffer zu kassieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass Ramirez einmal im Kampfverlauf unten ist, aber dann am Ende auch durch TKO oder sowas in der Art gewinnt.
Okay. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Und bei Diaz Fortuna kann ich auch nicht ganz einschätzen, wer da den Sieg davonträgt. Ich denke aber, Diaz ohne Gewichtsprobleme wird da noch mal ein bisschen mehr glänzen als zuletzt. Okay, also ich würde sagen, Diaz Fortuna ist für mich persönlich absoluter 50-50-Fight. Da möchte ich mich tatsächlich mal nicht festlegen. So eng sehe ich den. So stark halte ich auch Fortuna, ehrlich gesagt. Also der ist, im Gegensatz zu seinem Namen, hat er nicht so viel Glück gehabt in den letzten Jahren. Der ist, ich glaube, das ist ein richtig, richtig harter Gegner für Diaz. Ramirez sehe ich Ja, auch vorne. also das Bin sehe ich ich auch so. Ja. bei dir. Und Tanahara gegen Cepeda finde ich auch super spannend. Also das ist auch nahe 50-50, muss ich sagen. Also für meinen Geschmack. Ja, also Gute die Karte auf jeden beiden, Fall. die kenne ich noch nicht. Tanahara und Cepeda, glaube ich. Also Tanahara sagt mir was vom Namen her, aber da fallen mir jetzt nicht auf Anhieb Kämpfe ein, die ich mit denen gesehen hätte. Deshalb möchte ich mich da erstmal enthalten und dann nach der Durchsicht von The Zone Ja, sprechen eine Einschätzung wir abgeben. nächste Woche gerne nochmal drüber. Also, die sind, glaube ich, 24, 25. Cepeda mit 22, 0, 20 K.O. ist schon Platz 15 bei Boxrec. Also, der ist wirklich, der hat sich toll nach vorne geboxt in den letzten Jahren. Und ich glaube, Tanahara ist Platz, ich habe es jetzt gerade offen, 25 mittlerweile bei Boxrec. Also, das ist so ein richtig schönes Duell von zwei aufkommenden Leuten. Genau, Tanahara ist 24, Cepeda 25. Also, hier passt so wirklich, finde ich, alles. Das sind so Paarungen, die würde ich insgesamt gerne viel, viel häufiger sehen, muss ich sagen. Ja, was man natürlich auch sagen muss, das Leichtgewicht ist halt aktuell wirklich sehr, sehr gut besetzt, ne? Bombengewichtsklasse, ja, absolut. Das ist ja Absolut, Wahnsinn. ja. Ganz genau. So, und dann gehen wir noch nach England. Samstag haben wir da noch eine Veranstaltung mit zumindest ja in gewisser Weise ein bisschen deutschem Bezug auch teilweise. Denn einmal, also im Hauptkampf zwar noch nicht, aber da haben wir im Halbschwergewicht Lyndon Arthur, der trifft auf David Faraci, der vielleicht der ein oder andere deutsche Boxer auch was sagt. Der hatte nämlich Emre Çukur die Null genommen auf der, ich glaube, Arslan Lerena an der Karte. Hat er mir wirklich sehr gut gefallen hinten raus. Nachdem er es am Anfang nicht so einfach hatte, hat er den Kampf am Ende vor allem konditionell sehr dominiert. Kampfrekorde sind sehr ähnlich: 18-0 bei Arthur, 15-0 bei Faraci. Arthur kommt aus dem größten Sieg seiner Karriere, ne, gegen Anthony Yard. Genau. Und ich glaube, das ist eine ziemlich spannende Ansetzung. Ich glaube, den Faraci sollte man hier nicht unterschätzen. Und Arthur, der ist jetzt, ich sag mal so, der hat jetzt Yard nicht gerade dominiert oder so. Ne? Das war ein Kampf, der war nicht so toll anzusehen. Da hat er viel mit dem Jab gemacht. Ich weiß nicht, ob der hier ganz, ganz klarer Favorit sein sollte. Ja, muss man mal schauen, ob er da an seine Siegesstraße weiterhin anknüpfen kann. Ich sehe Arthur schon so. Boah, ja, also ich sehe den schon ein bisschen deutlicher vorne wahrscheinlich als du, weil ich einfach glaube, dass dem Faraci die Schlagkraft fehlt, um ihn zu beeindrucken, so wie das jetzt die letzten Gegner konnten, also bei Arthur. Das kann sein. Und dementsprechend denke ich, dass er da ein bisschen befreiter aufspielt und selbst ja auch einen Punch hat. Und das kann man ja von Emre Çukur so nicht behaupten. Ja, da hast du recht. Das Muss ist man mal durchaus. sehen. Durchaus möglich, ja. Ja, und dann ist auch noch ein Wasserman-Athlet auf der Karte, nämlich Zack Parker im Supermittelgewicht. Der trifft auf Sherzod Kusanov, der mir ehrlich gesagt nichts sagt, tatsächlich, muss ich hier gestehen, der allerdings auch relativ gut platziert ist. Er ist mittlerweile die 32 bei Boxrec. Ein Usbeke ist das, allerdings auch schon 41 Jahre alt. Schon seit 2007 Profi, hat jetzt zwei seiner letzten drei Kämpfe verloren. Sollte eigentlich für Parker kein großes Problem darstellen, behaupte ich jetzt einfach mal kühn. Aber wie gesagt, wirklich einschätzen kann ich ihn ehrlich gesagt nicht jetzt in dem Fall. Ja, also da fällt mir jetzt auf Anhieb auch kein Gegner irgendwie auf, wo ich sagen würde, den habe ich schon mal erlebt oder boxen sehen, ja, so dass ich sage, oh, ja, das ist irgendwie jemand Illustres im Kampfrekord. Ja, Ringname Cher, Spitzname, finde ich natürlich cool. Vielleicht, wenn er mit der entsprechenden Untermalung zum Ring kommt, bin ich dann vielleicht im Usbekenlager zu finden. So, und dann ein Kampf noch, der für meine Überraschung nicht bei Boxrec drin steht, aber auf dem Plakat genauso groß ist wie der Arthur-Kampf.
Und ich habe auch nochmal gegoogelt und nichts von der Absage gelesen. Ist eigentlich Anthony Yard, der letzte Gegner, der gegen Arthur verloren hat, der soll nämlich auf den Bielefelder Emin Atra treffen. Da kommen wir nämlich dann nochmal zu einem. Stimmt. Zu einer deutschen Note hier. Ich weiß nicht, warum der Kampf nicht bei Boxrec gelistet ist, aber wie gesagt, bei Queensbury Promotions, BT Sports auf den Plakaten ist der Kampf drauf im Halbschwergewicht. Ich erinnere mich auch an das Plakat, dass ich das gesehen habe und ich glaube, ich habe dir das auch geschickt oder irgendwie so haben wir darüber gesprochen. So cool, beide auf derselben Karte, das sieht ja richtig gut aus und freue ich mich drauf. Und dann hast du gemeint, auch noch gegen Deutschen und ich dann so, sehe ich jetzt hier gar nicht mehr, aber es war jetzt so lange her, dass ich ihn auch nicht vermisst habe. Ja, ich kann es nicht einschätzen, ob der Kampf kommt oder nicht. Wir können es aktuell leider nicht sagen. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, das ist so ein Kampf, da muss ich auch ehrlich, warum? Ne, weil Emin Atra hat fast nur Siege gegen Leute mit katastrophalen Rekorden. Tatsächlich in den allermeisten Fällen. Ich glaube, er hat nur zwei Leute mit einem positiven Kampfrekord besiegt. Der Sprung zu Anthony Yard ist einfach immens. Ne? Also da gibt es mehrere Treppenstufen oder Regalböden oder wie immer man das nennen will, dazwischen, wo man sich vielleicht erstmal versuchen sollte. Klar kann man jetzt da mit dem finanziellen Aspekt kommen, den verstehe ich natürlich, aber aus sportlicher Sicht ist es ein Kampf, der mich persönlich ehrlich gesagt nicht besonders interessiert. Das stimmt, aber zum Beispiel auch Dex Bellman hatte man ja damals gegen Yard gar nichts ausgerichtet und zumindest bis zu dem TKO in Runde 6 hat sich Yard ja ein bisschen schwer getan, in den Kampf reinzufinden. Das ist richtig, ja. Also vielleicht ist das einfach auch so eine Formsache im Moment, dann hat er ja gegen Arthur verloren und dass man sagt, der muss da jetzt mal auf der Undercard glänzen, wenn er den boxt. Mhm. Und da bietet sich's natürlich an, gegen den Gegner, wo man mit einem vorzeitigen Sieg schon ein bisschen rechnen kann, ne? Das kann sein. Und dann muss ich natürlich sagen, klar, dann freut es mich schon, muss ich sagen, dass es ein deutscher Boxer ist, der dann den Zahltag bekommt, weil ich glaube, trotzdem ein Yard-Gegner zu sein, ist wahrscheinlich nicht das Schlechteste momentan in England, glaube ich. Das denke ich auch, ja. So, dann schauen wir zurück auf eine Veranstaltung nur vom vergangenen Wochenende. Wir sind in den USA in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewesen, live auf Showtime im Dignity Health Sports Park in Carson, Kalifornien, den Wargrounds. Mal wieder mit einem Hauptkampf, der jetzt nicht ganz so kriegerisch und spektakulär war, wie das der Name vielleicht verraten würde und wie viele andere Hauptkämpfe das schon gewesen sind in den vergangenen Jahren. Aber im Superfedergewicht ist Chris Colbert, Chris Primetime. Colbert, muss man mal sagen, nachdem er früher mal Little B-Hop hieß, ist es mittlerweile Primetime. Hat seinen ungeschlagenen Rekord verteidigt gegen Ersatzgegner Taksok Nayambaya King Tak aus der Mongolei. Colbert gewann, wie zu erwarten war, muss man ja eigentlich sagen, nach Punkten relativ klar mit 118-110 zweimal und einmal 117-111. Ich persönlich hatte es ebenfalls 118-110 in einem Kampf, wo ich der Meinung bin, dass Colbert mit dem Jab, also der Jab war richtig, richtig brillant, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Damit hat er wirklich schon sehr, sehr viel gemacht. Aber in einem Kampf, wo auch Nayamba ja, ich fand, teilweise besser drin war, als die Punktzettel aussagen. Er hat manche Runden enger gestalten können, hat manche Runden auch um schöne Treffer gelandet, aber in den allermeisten Runden war einfach nicht so gut wie Colbert. Und deswegen verliert er den Kampf am Ende trotzdem ganz klar nach Punkten. Es war kein Spektakel. Es war vor allem hinten raus, fand ich, im letzten Drittel, sage ich mal, teilweise auch ein bisschen zäh, wenn es dann zum Schluss der letzten Runde nochmal gut zur Sache ging. Aber für Colbert trotzdem ein super Sieg für, gegen einen Gegner, der zuvor nur gegen Gary Russell Jr. verloren hat, was ja nun wahrlich keine Schande ist. Und ich finde, Colbert, der boxt sich gerade, auch wenn ihm so ein bisschen der K.O.-Punch fehlt, das ist keine Frage, bei 16-0 mit 6 K.O., der hat nur eine 37-prozentige K.O.-Quote, der boxt sich ziemlich schrittweise so in die Weltspitze im Superfedergewicht, wo Leute warten würden, wie Oscar Valdez, Shakur Stevenson, Jermell Herring. Das ist, der ist da schon ein interessanter Player für die nächsten ein, zwei Jahre, glaube ich. Ja, also durchaus. Und ich bin mal gespannt. Der Jab hast du angesprochen, ob das schon so ein bisschen so Foreshadowing ist für die Top 5 besten Jabs, über die wir dann gleich sprechen. Was ich noch erwähnen wollte, ich fand den King Tak, wie er ja so cool heißt, ziemlich gut dafür, dass er nur zwei Wochen
sich so richtig Das muss vorbereitet man hat. Also sagen, der ist ja. ja eingesprungen, dafür hat er sich echt gut verkauft und ja, Colbert wurde schon auch teilweise hart getroffen. Ich kann das Ergebnis trotzdem so, soweit ich das gesehen habe, ich habe den Kampf nur in Auszügen gesehen, kann ich das auch so durchnicken. Aber ja, ich glaube, B-Hop wurde ein bisschen weniger getroffen. Deshalb ist vielleicht der Namenswechsel zu Primetime kein Fehler. Ja, nee, also Prime heißt das schon ein bisschen länger, aber ich glaube, so gerade kommt er richtig an. Ich meine, als Hauptkampf bei Showtime, das bin mir nicht sicher, ob es sein erster war, aber es könnte sogar sein. Und dann vielleicht noch kurz zwei Sätze zu einem doch ziemlich spektakulären Kampf im Vorprogramm, nämlich Michel Rivera gegen John Fernandes im Leichtgewicht. Ein Kampf, der uns einen Kandidaten, finde ich zumindest, kann man schon mal sagen, für den K.O. des Monats geliefert hat. Rivera Ja, bin ich auch dabei. gewinnt durch Knockout in Runde 8 in einem Kampf, wo er selbst am Boden war in Runde 6 und wo er nach Punkten relativ knapp geführt hat, auf allen drei Zetteln mit 67 zu 65. Und ja, ich glaube, die Beschreibung gerade von mir hat das schon ungefähr gesagt. Selber in Runde 6 am Boden durch brutalen K.O. in Runde 8 gewonnen. Ich fand den Kampf wirklich richtig gut, muss ich sagen. Das war ein schönes Matchmaking. Ja. Rivera fand ich zwar insgesamt die ganze Zeit immer so einen Ticken besser, aber Fernandes war im Kampf und ja, das war sah mehr nach Wargrounds aus hier in dem Duell. Auf jeden Fall. Also den Kampf habe ich auch in Ausschnitten gesehen und dann hatte ich erstmal die Kampfrekorde von beiden nicht im Blick und dann hätte man jetzt rein von der Physis erstmal denken können, das wird eine klare Nummer für Rivera. Dann war er aber unten und Fernandes hat auch echt einen guten Kampf gemacht. Ja, bis zur achten Runde, wo er dann K.O. gegangen ist und das war dann auch wirklich, das hatte sich gewaschen. Also die 1-2 da, die war voll drin und kann ich mich nur anschließen. Wird vielleicht Ende des Monats nochmal eine Rolle spielen. Ja, durchaus denkbar. Ich sag mal, zumindest werden wir es in Erwägung ziehen müssen, das glaube ich schon. Also, weil das war schon ein toller Knockout, wie der runterging und dann Fernandes hat dann noch mal, kam dann noch mal fast hoch und ist dann noch mal umgekippt, als dann der Count, ich glaube, von Jack Reese war, glaube ich, der Ringrichter, abgewunken wurde. Und dann war es der Knockout. So, Julius, ja, du hast es gerade angesprochen. Muss ich wohl liefern? Also, Julius hat mir in der vergangenen Woche die Aufgabe gegeben, die fünf besten Jabs oder eine Top 5 der besten Jabber, sage ich mal, im aktuellen, das muss man natürlich betonen, Das ist Boxgeschehen der Zusatz, ja. hier aufzulisten. Ne? Deswegen, wer sich gleich wundert, warum Larry Holmes oder Carlos Monzon hier nicht vorkommen, ja, die sind nicht mehr aktiv, das ist der einfache Grund. Ich musste mich auf die Riddick Bowe. aktuellen. Ich musste mich auf die aktuellen Namen hier beschränken. Und ich fand, es war eine schwere Aufgabe. Ich fand, es war nicht schwer, auf Namen zu kommen. Ich fand, es war wahnsinnig schwer, die nach Zahlen, nach Ranking zu sortieren. Also das ist mir unheimlich, unheimlich schwer gefallen. Und ich fange trotzdem einfach mal an von Platz 5 bis Platz 1 und bin mir relativ sicher, dass hier der eine oder andere den einen oder anderen Protest haben wird. Das kann ich mir gut Ja. vorstellen. Vielleicht sogar Julius schon direkt. Sonst vielleicht später per Mail oder per Social Media oder YouTube-Kommentar. Platz 5 für mich der besten Jabs hier im Boxen ist ein Mann, wo ich eigentlich sagen würde, den einzelnen Jab an sich würde ich gar nicht so hoch einschätzen, aber es ist die Qualität für mich fast auf dem gleichen Niveau, mit beiden Händen jabben zu können, als Mann, der regelmäßig und sehr erfolgreich die Auslage switcht von links nach rechts. Das ist nämlich Terence Crawford, der WBO-Weltmeister im Weltergewicht. Ich finde eben, durch diesen Auslagenwechsel ist er unfassbar schwer auszurechnen. Und er kann eben, und das ist so eine Besonderheit, den Kampf über weite Strecken aus beiden Auslagen führen. Und eine große Qualität oder ein großer Grund dafür ist eben der Jab auf beiden Seiten. Und wie gesagt, hätte ich jetzt mich entscheiden müssen, es ist nur der linke Jab bei ihm, weil er ja grundsätzlich der Orthodox Fighter, der in der Normalauslage ist, wäre er, glaube ich, hier nicht drin gelandet. Aber diese Qualität ist so besonders, dass ich mir gedacht habe, dafür kriegt er trotzdem Platz in meinen Top 5. Ja, also finde ich eine gute Nummer 5. Ich habe tatsächlich auch jemanden dabei, der gerne mal die Auslage wechselt. Da bin ich mal gespannt, was du dann nachher dazu sagst. Und ich habe aber tatsächlich die Vermutung, dass wir hier ganz verschiedene Leute haben. Also Das das ist sage ich jetzt möglich, ja. nur Ja. anhand der 5, weil ich muss auch sagen, ich habe mir Gedanken dazu gemacht und fand das dann eher schwierig, die Leute, die mir dazu einfallen, zu einem guten Chap oder sowas, die dann auf Herz und Nieren zu prüfen und dann zu sagen, hey,
wie mache ich denn da mein Ranking? War ja auch nicht deine Aufgabe, ne? Das richtig, muss ich aber dazu ich sagen. Wollte natürlich auch was im Angebot haben. Ja. Von daher fahren Sie fort. Okay, okay. Ja, Platz 4 ist jetzt so ein Name, weiß ich gar nicht, ob da jetzt der ein oder andere direkt drauf kommt, aber mir ist das tatsächlich relativ schnell eingefallen. Dann habe ich lange überlegt, schafft das rein? Und habe ich gesagt, ja, er schafft es rein. Und zwar Platz 4 im Halbweltergewicht ist tatsächlich Viktor Postol. Ein Mann, der jetzt sicherlich aktuell nicht zur absoluten Elite zu zählen ist, ein Ex-Weltmeister. Aber ein Mann, der einen absolut fantastischen Jab hat. Ich würde sogar sagen, das ist sein bester Schlag. Und das ist der Schlag, warum er ein Top 4, Top 5, Top 6 Halbwelter immer noch ist, glaube ich. Und mal ganz weit vorne in seinem Limit war vor 2, 3, 4 Jahren. Ja, ich finde, das hat er gegen José Carlos Ramírez auch letztes Jahr zum Beispiel gezeigt. Er ist in der Lage, fast nur mit dem Jab Runden zu gewinnen. Und zwar gegen wirkliche, richtig starke Top-Gegner. Und er hat auch so Terence Crawford, da kommen wir nochmal drauf, einen der härteren Kämpfe in dessen Karriere geliefert. Der Jab ist präzise, wirklich stiff, wie der Amerikaner sagen würde. Also, der tut auch weh, das ist nicht nur einfach nur einer, der die Distanz versucht zu überbrücken oder sowas, sondern das ist ein richtiger Angriffsschlag und ich muss sagen, der Iceman heißt er, glaube ich, Viktor Postol, wenn wir nur vom Jab sprechen, hat das bei mir tatsächlich reingeschafft. Ja, also ich muss auch sagen, das ist schon ein guter Typ, den hatte ich jetzt nicht so direkt auf der Uhr, natürlich, du hast ja gesagt, die Prime liegt jetzt auch ein bisschen zurück schon, aber ist keiner, den man außer Acht lassen sollte. Also du hast schon recht, wenn man sich das so überlegt, den Kampf gegen Crawford, den habe ich, glaube ich, gesehen, da war das schon auch sehr deutlich, wie er das mit dem Jab gemacht hat. Ja, also ist für mich immer ein Faktor bei ihm. Also wer Probleme mit einem Jab hat, hat meiner Meinung nach absolut zu 100% einen sehr, 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 sehr schweren Kampf gegen Postol. So, ja. Platz 3, da gehen wir jetzt, bin ich jetzt ein bisschen jünger diesmal dabei. Und bei Platz 3 habe ich mich entschieden, ich bin relativ ähnlich tatsächlich in den Limits, merke ich hier gerade, im Leichtgewicht. Und tatsächlich habe ich mich entschieden für Devin Haney. Denn ich finde, sein Jab bringt fast alles mit, was man braucht. Also da ist was hinter, um dem Gegner zu sagen, so, du kommst hier nicht einfach so vorbei. Also das tut weh, wenn du an meinem Jab vorbei willst. Er ist wahnsinnig schnell. Er hat unfassbar schnelle Hände. Er ist sehr präzise mit dem Jab. Hat man jetzt gerade gegen Linares auch gesehen, vor allem in den ersten Runden. Und das ist eben auch so ein Punkt, der Jab ist ab Runde 1 da und ist ab Runde 1 ein Faktor. Und auch bei Haney, der natürlich dann auch noch ganz gute Beine hat und grundsätzlich sehr schnell ist, ist meiner Meinung nach der Jab der Schlag, über den er alles aufbaut, ist so mein Eindruck. Der Schlag, mit dem er den Gegner auf Distanz halten kann, der Schlag, mit dem er selbst seine Angriffe und Kombinationen einleitet. Man könnte jetzt vielleicht sagen, ja, aber hat er den schon gegen viele starke Gegner beweisen müssen? Gebe ich jedem recht, der das sagt. Nein, hat er nicht. Aber ich sehe sehr viel Potenzial und habe mich daher dann für Platz 3 hier entschieden. Mhm. Ja, finde ich auch eine gute Wahl. Aber es für mich kristallisiert sich heraus, dass wirklich ganz andere Leute unter die Lupe genommen haben. Ja. Okay, okay. Platz 2 dann vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber Platz 2 bin ich jetzt im Halbmittelgewicht diesmal und entscheide mich dafür Jermell Charlo. Also nicht Jamal Charlo, sondern für Jermell Charlo. Denn hier beeindruckt mich besonders dieser Power-Jab. Der Power-Jab, der schon mehrfach Niederschläge erzielt hat. Und damit meine ich nicht nur den Rosario-Knockout mit dem Körper-Jab im vergangenen Jahr, sondern zum Beispiel auch, das fiel mir nämlich tatsächlich ein, als ich darüber nachgedacht habe. Und dann habe ich nochmal ein Highlight-Video gucken müssen, um herauszufinden, welcher Kampf es nochmal war. Mhm. Und da fiel mir ein, vor einigen Jahren, ich glaube 2015 oder 2016, wo er im Aufbau war, hatte mal Wilkie Camford mit einem Jab richtig hart runtergeschickt. Auch so ein Schlag, wo andere Leute sagen würden, das war ja vielleicht eine rechte Gerade. Nein, es war ein Jab gewesen, der ihn damals runtergeschickt hat. Und Charlo ist so jemand, der einen richtigen Power-Jab halt hat und der wirklich richtig Schaden anrichten kann. Ich finde, das Timing ist verdammt gut. Also er kann mit dem Jab tolle Lücken finden. Und ja, wie gesagt, den als richtige offensive Waffe nutzen. Und das beeindruckt mich sehr. Das gefällt mir auch sehr vom stilistisch. Und deswegen für mich hier Platz 2. Auch eine gute Wahl. Auch nichts. Ist aber noch kein Treffer dabei. Noch kein Treffer dabei. Vielleicht jetzt. Denn jetzt ist tatsächlich einer, da habe ich lange überlegt, ob ich ihn noch auf 1 nehmen soll. Und
Ja, ich erkläre das jetzt auch ein bisschen. Platz 1 ist für mich Gennady Golovkin. Immer noch. Und ich kann absolut auch hier jeden verstehen, der jetzt vielleicht Kritik äußert, denn ich bin mir selber unsicher. Ich bin mir unsicher aufgrund des Alters, ich bin mir unsicher aufgrund der größeren Inaktivität in letzter Zeit und ich bin auch hundertprozentig einverstanden damit, wenn jemand sagt, du kannst aber jetzt nicht mit dem Sheremeta-Kampf kommen, um den Jab noch von Golovkin hier anzupreisen. Das stimmt. Aber ich finde, Gennady Golovkin hat den besten Jab der letzten 10 Jahre im Boxen. Das ist meine persönliche Meinung. Ein richtiger, ich sage immer gerne dazu, Dampfhammer-Jab. Also auch ein absoluter Power-Jab, der rausgeschossen kommt, wie fast aus einem Katapult. Also das ist ein großartiger Schlag. Der bereitet Angriffe vor, der richtet aber auch selbst brutalen Schaden an. Ich erinnere mich gerne an den Lemieux-Kampf, wo ich auch der Meinung bin, dass er ihm mit dem Jab absolut den Zahn gezogen hat. Und deswegen, mit einem kleinen Sternchen würde ich ihn hier auf Platz 1 setzen, weil wie gesagt, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das jetzt immer noch genauso sein würde, wenn er den Spitzenmann boxt, ob der Jab immer noch so der Faktor ist. Aber andererseits denke ich auch, dass der Jab vielleicht einer der Schläge ist, den er vielleicht zuletzt verliert, sage ich mal. Hoffe ich zumindest mal, wenn Distanzgefühl, Timing und so auch noch passen. Aber ansonsten, ja, Gennady Golovkin bei mir die 1. Ja, das ist jetzt Treffer? tatsächlich mal ein Treffer. Ja. Ich habe ihn an die 2 gesetzt aus Okay. den genannten Gründen und würde jetzt auch mal nur kurz noch namentlich meine Bitte. Leute mal so fallen lassen mit der Begründung dazu. Aber natürlich habe ich mir da ganz andere Leute jetzt angeguckt. Ich habe auch, weil das so ein Power-Trap ist, an der 5 aber nur Naoya Inoue. Ja. Weil er auch viel mit dem Trap macht, aus verschiedenen Winkeln vor allem, und weil der halt sehr hart ist. Ich finde schon, dass er gerade jetzt nicht unbedingt in den letzten Kämpfen, aber zu Beginn der Karriere damit viel die Gegner auch erstmal weich geklopft hat. Richtig. Ja, in meinen Honorable Mentions, wenn ich das kurz dazwischen sagen darf. Gut. Dann habe ich auf der 4 Alexander Usyk. Weil ich das schon ziemlich beeindruckend fand, wie er Gassiev, finde ich, schon auch mit dem Jab dominiert hat in einem Kampf, wo ich dachte, dass Gassiev ihn ausnockt, muss ich ganz Ja. ehrlich sagen. Also das hat bei mir, ja, das war ein prägendes Ereignis sozusagen. Und auch gegen Chisora oder gegen, wen hat er denn zuletzt noch geboxt? Ach Mensch, wie hieß denn der andere? Witherspoon. Witherspoon, danke. Ja, Ja. da hat man das auch wieder gesehen, und das waren ja schwere Leute, wo man erst mal sehen musste, wie kommt er denn da überhaupt so zu Rand im Schwergewicht. Und da hat sich das auch als gutes Mittel erwiesen, auch gegen Marco Hug. Ja, zweiter Treffer auf meiner erweiterten Liste. Ja, dann habe ich auf der 3 aufgrund der schieren Größe und der wechselnden Auslage habe ich Tyson Fury gewählt. Weil er gerne eigentlich damit immer so, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, es ist ein Power-Trap, er bringt natürlich unfassbar viel Masse mit, Ja. aber er kann einen ja eigentlich überall im Ring damit treffen, weil er einfach diese Gorilla-Arme da hat oder Orang-Utan oder wie auch immer man das nennen möchte, ja. Aber sehr lange Arme hat und tupft da immer die Gegner so weg erstmal, und dass sie die ganze Zeit gestört sind in ihrem Sichtfeld, und dann kommen halt die anderen Hände variabel rein. Und natürlich auch für mich so ein Klassiker mittlerweile seit dem Comeback, diese fintierten Chaps, wenn er erstmal so in den Gegner so reinstolpert und dann seine Aktion bringt. Ja, Ja, also. fintieren ist auch ein guter Punkt. Er hat es tatsächlich bei mir nicht reingeschafft, weil ich einfach. Es ist mir optisch nicht schön genug, Nein, optisch ist das kein wenn er jabt. Aber du hast Leckerbissen. recht, Also effektiv ist es natürlich das brutal. wirkt alles ein Ja. bisschen unbeholfen, aber es ist Ja. dann doch sehr effizient. Ja, Ja. absolut. Hab mir auch noch Absolut. mal so ein Highlight-Video dazu angeguckt. Ja, ich dachte so, also wenn man das dann noch mal so sieht, auch in mehreren Kämpfen vor Augen geführt bekommt, ist das schon ziemlich guter, unorthodoxer Jab, sage ich jetzt mal Ja, so. doch, da hast du recht, da hast du recht, ja. Genau, dann die 2, Golovkin, und an der 1 habe ich Wassilo Matschenko in seiner Prime gewählt, weil ich einfach finde, dass er den Jab sowohl offensiv als auch defensiv nutzt und einfach da generell sehr viel mit seinen Händen gemacht hat. Das kann man dann nicht unbedingt jetzt immer dann noch als den Jab nennen,
Aber wenn er dann seinen Arm stehen lässt oder den Gegner sich damit dann führt oder sowas. Also das ist dann so ein erweiterter Jab, aber Ich ich weiß, was fand du das meinst, schon ja. extrem effizient. Zumindest vor dem Teofimo Lopez-Kampf hat ihm das wirklich in sehr vielen Kämpfen dominieren lassen. Und also da fand ich vor allem den defensiven Faktor dabei auch noch sehr beeindruckend. Also nicht nur den Gegner damit zu bearbeiten, sondern auch dieses Wegschlagen, dann selbst treffen und sich die Gegner zurechtlegen. Ja, das hat für mich dann für die Eins knapp vor Golovkin gereicht. Ist der nächste Treffer auf meiner Honorable Mentions List. Ansonsten habe ich noch, wenn ich die noch kurz nennen Gerne. darf, Mikey Garcia habe ich hier tatsächlich noch, ist für mich auch ganz klar ein Jab-orientierter Mann in der Offensive. Gary Russell Jr., den sieht man ja leider sehr selten, aber er hat, glaube ich, ich würde überhaupt den schnellsten Jab im Boxen, gefällt mir auch sehr gut. Chris Colbert habe ich überlegt nach dem Wochenende, aber ich dachte, lass sie mal noch mal einen Kampf auf Weltniveau überhaupt erstmal machen. Und dann ist nur noch Dimitri Bivol und Errol Spence. Die habe ich beide hier noch genannt. Ich hatte eine relativ lange Liste zu dann noch Lomachenko, Inoue und Usyk. Wie gesagt, Fury habe ich jetzt nicht bei mir drauf genommen. Tatsächlich kein Schwergewicht. Das überrascht mich ehrlich gesagt gerade auch ein Ja, das bisschen. ist für mich Obwohl, eigentlich nee, auch stimmt eher nicht. untypisch. Usyk ist ja drauf. Ja. Ja, Usyk, ja. Aber für mich ist das auch untypisch, dass ich da jetzt gleich zwei dabei habe. Ich hätte mich sonst auch eher in den unteren Gewichtsklassen verortet, aber in letzter Zeit ist das bei mir schon recht schwergewichtslastig, was ich da so abliefere. Ja. Ja, muss ja auch mal sein, ne? Ja. Gerade wenn das jetzt nochmal so eine gute Zeit erlebt, das Schwergewicht, hat es ja auch verdient, dass es mal des Öfteren genannt wird. Das ist ohne Frage richtig, ja. So, und dann, ja, gibt es jetzt mal eine kleine Änderung. Es gibt nämlich keine neue Aufgabe für Julius für nächste Woche. Die gibt Ja. es vielleicht dann in der übernächsten Woche, denn wir haben ja letzte Woche zum Ende der Folge die Mailbox geöffnet, haben angesprochen, dass unser Hörer Joshua sich ja auch unter anderem Mythical Matchups quasi gewünscht hat, also Paarungen historisch gegen aktuell, historisch aus verschiedenen Epochen, dass wir da mal den einen oder anderen Kampf besprechen. Und da gab es jetzt bei YouTube, das kann jeder auch gerne nochmal nachlesen, unter Folge 53 hat der User Amin sich auch nochmal dazu geäußert, fand die Idee auch toll und hat direkt eine richtige, also eine durchaus lange Liste. Da sind, glaube ich, direkt Ja. mal, ich gucke mal eben hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hat er direkt geliefert in dem Bereich, mögliche Paarung, die er sich wünscht. Und davon werden wir uns eine rauspicken für die nächste Woche. Da sind einige sehr interessante, hochprominente und wirklich sehr interessante Kämpfe dabei. Und ja, wir suchen uns davon einen aus, den wir nächste Woche ein bisschen ausführlicher besprechen. Das führen wir mal für nächste Woche ein und wir können mal gucken. Schauen wir da mal, Julius, ob wir dann in Ob einem wir dann die Liste Wechsel. noch weiter abarbeiten in der Folge oder wie wir es Genau, machen, ja. genau. Aber da Ja, also sind schon nee, Sachen dabei. das sprengt, glaube ich, den Rahmen, ehrlich Nein, gesagt. alle auf einmal wäre zu krass. Nein, nein. Aber ich glaube mal, einen davon kann man sich pro Folge gönnen. Da hat man auch ein bisschen Zeit dafür, weil ich glaube, das sind schon Kämpfe, wo man die jetzt nicht in 2 Minuten besprochen hat. Und wir können ja dann mal gucken, ob wir unsere Aufgaben und die Mythical Matchups irgendwie ein bisschen im Wechsel machen, dass es ein bisschen Abwechslung gibt Ja. oder wie auch immer. Das überlegen wir uns dann noch, aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Deswegen keine neue Aufgabe für Julius, obwohl ich schon eine im Halfter habe. Da wäre ich auch sehr gespannt, aber ich würde sagen, wir spannen unsere Zuhörer ein bisschen auf die Folter, was für einen Kampf wir besprechen werden. Da kann man Ja. ja vielleicht sich auch nochmal unter Folge 53 das anschauen und vielleicht untereinander Wetten abschließen. Ja, Genau, aber welchen das Kampf versprechen wir nehmen schon wir? mal. Als ersten nehmen wir auf jeden Fall einen aus dieser Liste hier, weil wir es auch toll finden, dass hier direkt so eine ganze Liste Ja, gekommen ist. ganz genau. Und alle dürfen uns immer gerne immer weiter weitere Kämpfe vorschlagen. Und wenn genug reinkommt an Feedback oder sowas, dann können wir auch gerne mal sagen, wir nehmen mal den, der gerade die meisten Stimmen, sag ich mal, hat oder die meisten Kommentare bekommen hat oder so, wo wir dann den Eindruck haben können, das wünscht ihr euch am meisten. Aber es gibt definitiv, ja, unendlich natürlich nicht, aber es gibt wahnsinnig viele Es gibt viele spannende Paarungen Möglichkeiten, ja. aus verschiedenen Epochen. Und ja, da freue ich mich sehr drauf und finde das klasse, dass ihr da auch so gut mitmacht und dass es offensichtlich schon so gut ankommt, bevor wir überhaupt angefangen haben damit. Das ist ja, Eben, das ist ja. eine coole Sache. Da müssen wir jetzt nur noch liefern. Da müssen wir jetzt liefern, das ist allerdings wahr. Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Das versuchen wir nächste Woche hinzubekommen. Genau, ansonsten haben wir dann tatsächlich für heute unsere Lieferung ausgetragen, sage ich jetzt mal so. Ja. Und
Ja, hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Tatsächlich habe ich mich da heute schon den ganzen Tag drauf gefreut, mit dir dann hier wieder mal fachsimpeln zu können nach ja, so einer bisschen Durstwoche. Ja, was das Boxen angeht, Das konnte man jetzt stimmt. wenigstens mal viel drüber sprechen und auch über deine Jabber, ja. Ich hoffe, ich habe da deine Erwartungen halbwegs erfüllen können. Ja, natürlich. Also vor allem, weil du das ja noch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel dir angeschaut hast, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber weil du halt ganz andere Leute gefunden hast, wo man dann sagen muss, ja, aber Es ist ist ja da, also unheimlich schwer untereinander, gerade in verschiedenen Gewichtsklassen auch noch, ja. teilweise die Leute so unterscheiden, finde ich. Also da wirklich gerade zu sagen, wer ist denn da jetzt der Dritte oder der Vierte oder so, das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Wenn ich hier den Verlauf von meiner Word-Datei mir angucken würde, ey, keine Ahnung, wie oft ich da hin und her geschoben habe, wirklich. Aber ja, es ist am Ende so geworden. Mal gucken, was die Hörerinnen und Hörer sagen, ja. Ja, und also wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Auch man merkt, dass du dir da richtig viele Gedanken dazu gemacht hast und natürlich jetzt noch mal andere Leute gefiltert hast als ich. Ja, also hat mir sehr gut gefallen. Ja, ansonsten kann ich jedem nur wieder raten, uns natürlich heimzusuchen bei den sozialen Medien, bei Facebook, Twitter und Instagram und gerne auch eine Mail an Nachschlag der Boxcast at, nee, Nachschlag Boxcast at gmail.com. Ohne der, das der ist stumm, ja, für die Django-Fans. Und ja, Ja, ganz bis genau. nächste Woche, ja. Genau. Nächste Woche, wenn der nächste Nachschlag kommt, das wollte ich mir sicherlich noch hinzufügen. Exakt. Und nächste Woche sprechen wir natürlich über alle Kämpfe, die wir vorbesprochen haben jetzt in dieser Woche. Das ist ja ein bisschen was. Vorauszuschauen haben wir auf nicht so viel, aber dafür auf ein absolutes Superhighlight. Denn Jermell Charlo, der jetzt gerade in meiner Jab-Liste vorkam, verteidigt, sag ich schon, trifft auf Brian Castaño und dabei geht es um die unumstrittene Weltmeisterschaft im Halbmittelgewicht. Alle vier Gürtel sind auf dem Spiel in San Antonio am 17. Juli und das wird sicherlich ein großer Teil der Vorschau nächste Woche. Ein absoluter Das denke ich Mega-Fight, auch. meiner Meinung nach. Ja. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Allen eine schöne Boxwoche. Ist ja am Wochenende ein bisschen was zu gucken. Bei Bild Plus, bei DAZN. Irgendwo, wo ihr was findet, bei YouTube nach im Nachhinein. Wie auch immer, ich glaube, da ist für jeden was dabei und wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.